So, liebe Leute, heute besprechen wir die Industriemeister-Basis-Qualifikationsprüfung NTG für die aus dem Jahre 2023-2, also dem Herbst, und besprechen möchte ich jetzt die Aufgabe Nummer 5. Gerechnet habe ich sie tatsächlich heute noch nie und befasse mich auch jetzt erstmalig mit dem ganzen Gebilde. Und hier nehme ich erstmal zur Kenntnis, eine Spule für ein Hubmagnet erwärmt sich, also ein kleines Leerzeichen gehört da schon zwischen, das haben wir hier jetzt in der Schnelle der Zeit tatsächlich mal übersehen. Eine Spule für einen Hubmagnet erwärmt sich das, was ist denn das für ein Satz? Eine Spule für einen Hubmagnet, die bei 24 Volt betrieben wird, erwärmt sich im Laufe des Betriebs auf 90 Grad. Die Spulenwicklung besteht aus 100 Meter langem Kupferdraht mit einem Durchmesser 0,3. Der Temperaturkoeffizient für den elektrischen Widerstand beträgt, keine Ahnung, was das ist, aber in der Formelsammlung 9 müsste es drinstehen, in meiner alten nicht, aber ich weiß auch ohnehin, was das ist. Also können wir Folgendes sagen, wir haben erstmal ein Kabel. Das ganze Kabel ist 100 Meter lang, 100 Meter lang. Und es hat einen Durchmesser von 0,3 mm. Und jetzt weiß ich natürlich, dass dieser Draht, egal wie der auch gewickelt ist, einen Widerstand hat. R ist nichts anderes als L mal Rho, dem spezifischen Widerstand des Werkstoffs. Und es soll ein Kupferdraht sein. Geteilt durch, was muss ich hier noch schreiben, durch den Querschnitt A. Richtig. Mir bleibt es also nicht erspart, erstmal